Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einige Tipps und Tricks fürs Angeln in Hypixel Skyblock zeigen. Zunächst einmal muss geklärt werden, welche Angel ihr verwenden sollt. Da ich jetzt aber nicht ins Detail gehen möchte für jede Angel, blende ich euch kurz eine Übersicht ein mit allen Angeln und deren Werten. Anfangs nutzt man eine ganz normale Angel oder eine Prismarine Rod. Die Sponge Rod könnt ihr überspringen. Wenn ihr dann Level 5 im Angeln seid, könnt ihr zu einer Speedster Rod wechseln und mit Level 8 dann auf eine Farmer's Rod umsteigen. Ab Level 10 im Angelskill könnt ihr dann die erste Angel aus der Seerosen Collection nutzen und wenn ihr weiter angelt, könnt ihr auch aus eurer Challenging Rod irgendwann eine Rod of Champions und danach eine Rod of Legends machen oder ihr kauft euch die Angel, wenn ihr genügend Geld habt und das nötige Skill Level erfüllt. Ob sich ein Shredder für euch lohnt, müsst ihr selber entscheiden, da er zwar 5% schneller als die Rod of Legends ist, dafür habt ihr bei der Rod of Legends eine 6% höhere Chance, Seekreaturen zu fangen. Die wichtigsten Enchantments, die ihr auf jeden Fall auf eure Angel machen solltet, sind Lure 5, Luck of the Sea 5 und Magnet 5. Wenn ihr während den Angeln Level 6 Bücher bekommt, würde ich euch empfehlen, diese nicht direkt auf eurer Challenging Rod oder Rod of Champions zu verzaubern, da die Verzauberungen weggehen, wenn ihr die Angel auf die nächste Version upgradet. Um noch effektiver zu angeln, könnt ihr während dem Angeln eine komplette Anglerrüstung tragen, welche ihr mit Level 5 in der rohen Fisch Collection freischaltet. Wenn ihr die Rüstung während dem Angeln tragt, müsst ihr aber bei manchen Seekreaturen aufpassen, dass sie euch nicht töten. Noch eine weitere Möglichkeit, effektiver zu angeln, ist die Verwendung von Ködern. Während den Tag, also von 6 bis 18 Uhr, ist es am sinnvollsten Spikebaits zu verwenden, die ihr mit Level 5 in der Pufferfisch Collection freischaltet. Und in der Nacht von 8 bis 6 Uhr sind Darkbaits am besten, welche ihr mit Level 2 in der Inksec Collection freischaltet. Da Darkbaits aber recht teuer sind, da sie mit Tintensäcken gecraftet werden, würde ich euch empfehlen, sie erst zu verwenden, wenn ihr Level 20 im Angeln seid, da ihr dann auch die besten Seekreaturen fangen könnt. Um zu dem besten Angelort zu gelangen, müsst ihr in den Spider Den und von dort aus mit einem Grappling Hook oder der Fähigkeit des Aspects of the End auf eine andere Insel gehen, auf welcher ein See ist. Denn der Spider Den ist die einzige öffentliche Insel, auf der es regnet, wodurch ihr noch schneller Fische fangt. Und auf den öffentlichen Inseln ist von vornherein die Fangrate für Seekreaturen höher als auf eurer privaten Insel. Wenn ihr dennoch auf eurer privaten Insel angeln wollt, nutzt auf jeden Fall einen Weatherstick, welchen ihr mit Level 6 in der Redstone Collection freischaltet, um es dauerhaft regnen zu lassen, damit ihr die Fische schneller angeln könnt. Der Regen muss dabei aber auch auf die Wasserfläche treffen, bei der ihr gerade angelt. Und wenn ihr keine Lust habt, stundenlang zu angeln, um euer Angellevel zu erhöhen, um bessere Angeln und Seekreaturen freizuschalten, könnt ihr auch einfach einen Fisch oder Clay Minion auf eurer Insel platzieren. Und wenn ihr deren Items einsammelt, bekommt ihr auch Erfahrung für den Angelskill. Jedoch levelt ihr dabei nicht die Collection für Seerosen und Tintensäcke. Wenn ihr noch weitere Tipps zum Angeln habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ciao!